Yo, Leute, herzlich willkommen bei den Aufregers. Hier euer Olli wieder für euch am Start. Wie höre ich mich da? Ich kann nicht mehr reden. Ja, wir machen weiter mit Metroid Prime Hunters. Und zwar Part 9. Und letztes Mal habe ich einen kleinen Trugschluss geschlossen. Trugschluss. Keine Ahnung. Es war auf jeden Fall ein Fehler, das Vesper Defense Outpost zu verlassen, denn wir sind hier doch noch nicht fertig. Also, dass wir hier nicht fertig sind, wusste ich. Aber, dass wir praktisch hier noch einen Okolyten sofort jetzt finden, wusste ich nicht. Ich habe eine Kleinigkeit übersehen und ich wusste nicht, dass dieses Spiel jetzt doch so sehr darauf versessen ist, dass ich etwas Bestimmtes finde, beziehungsweise scanne. Ich habe jetzt einen kleinen, Moment, ich sitze nicht ganz in der Mitte. Jetzt. Ich habe eine Kleinigkeit übersehen in einem Raum, oder eine ziemlich große Kleinigkeit, kann man sagen. Und ich wusste nicht, dass das Scannen doch etwas wichtiger werden könnte in diesem Teil von Metroid Prime. Und deswegen habe ich das irgendwie einfach übersehen. Ich habe es in der Komplettlösung geguckt, aber keine Sorge, nur bis zu dem Teil, dass ich sage, okay, ab da mache ich weiter. Ich habe jetzt nicht irgendwie schon die ganze Raumstation hier und den Endgegner gesehen, das habe ich noch nicht gemacht. Wir haben letztes Mal, war das letztes Mal, dass wir gegen Silox gekämpft haben? Ich glaube, das war letztes Mal. Wie dem auch sei, wir haben gegen den nächsten Hunter schon getroffen, ihn den Octolyth abgenommen, seinen Octolyth abgenommen. Mann, sind wir Gauner, aber da sieht man mal wieder, wir sind nicht wirklich ein Held. Wir sind ein schwarzer Ritter. Nein, wir sind halt eine Kopfgeldjägerin, ne? Und wenn uns da einer was Böses will, dann müssen wir eben auch mal klauen. Und das war ja geklaut, ne? War ich schon ein bisschen enttäuscht von unserer Samus, aber... Und vor allem, ich wusste auch nicht, dass es den Morphball Doppeljump auch in diesem Teil gibt. Aber warum eigentlich nicht, frage ich mich. Warum habe ich das nicht gewusst? Weil das gibt es in jedem Teil. Das heißt also, wir probieren einfach mal ein bisschen mit den Bomben hier rum. Das war ein bisschen spät, Moment. Jetzt müsste klappen. Na, nicht ganz. Ah, es war zu spät. Das war zu spät. Also ein bisschen hier rumprobieren mit den Bomben, dann müsste es gehen. Dann müssten wir auch einen Doppelsprung hinkriegen. Das war zu früh. Viel zu früh, ja. Genau dann, wenn er runtergeht. Das war zu früh. Na, jetzt habe ich den unteren verdattelt. Ich glaub's ja nicht. Hä? Jetzt. Nee, auch zu spät. Das war zu spät. Leute, ich krieg's heute noch hin. Ich krieg's heute noch hin. Moment. Nein, das war wieder. Ich gerade immer so in Panik, wenn ich im Sprung bin. Jetzt aber. Ach komm, das geht. Das habe ich vorhin beim zweiten Mal geschafft. Das gibt's doch gar nicht. Leute, bitte. Ganz ehrlich. Ach komm. Jetzt aber. Ja, geht doch. Dankeschön. So, haben wir nämlich wieder 10 Raketen mehr und wir haben ja gesehen, wir brauchen die wirklich in diesem Teil mehr als zuvor. Ich habe noch nie einen Teil gesehen, in dem Missiles so nötig sind, weil also die Kopfgeldjäger sind hart, sie sind wirklich, wirklich hart und das ist eben eine Attacke, die nicht jeder kann, ne? Raketen schießen einfach mal so aus seinem Maschinenarm, die können dafür ganz andere Sachen, aber wir müssen wirklich unser ganzes Arsenal einsetzen und das ist es. So, und jetzt habe ich nämlich diesen Raum hier vollkommen vergessen, dass wir nämlich hier unsere neue Waffe einsetzen können und das nicht für umsonst. Also das ist nicht so umsonst da, sondern jetzt kommen wir erstmal in diesen Raum. Jetzt kommen wir erstmal hier, ja, Gegner. Ich werde erstmal diesen komischen Turm da kaputt machen, der uns nämlich total aufs Maul gibt. Ist der jetzt tot? Nee, ist er nicht, oder? Doch, ist er. Jetzt müssen wir wieder zu zwei Portale kaputt machen. So, jetzt ihr zwei letzten Wichser. Bam, und Tuss. Und Tuss. Nicht tot, sondern Tuss. Ich habe gerade einen Sprachfehler, unglaublich. Ich muss mal wieder Sprachübungen machen. Genau, das sind meine Sprachübungen. Ja, nein. Schneiden wir das. Wir müssen jetzt... Jetzt denkt man so, okay, was soll ich jetzt hier machen? Hier ist nichts. Ich kann hier auch nochmal drum rumlaufen. Hier ist eigentlich gar nichts. Gut, da bin ich drauf gekommen, wir könnten ja mal scannen. Oh, welche Überraschung. Force Files Switch. Central First Floor Force Files Unlocked. First Floor Force Files. Auch gut, ja. So, und jetzt sind in dem Raum unter uns
zu dem wir auch noch schon gelangen können, die Tore geöffnet. Und noch was. Nochmal scannen. Hier ist auch noch was zum Scannen. Da muss ich springen. Oh. So. First Floor Column Force Files unlocked. Und jetzt sind im Raum unter uns auch noch dieses Ding hier auch noch frei. Das heißt also, nichts wie hin, Leute. Mal sehen, was da uns auf uns wartet. So, bis dahin habe ich gespielt, aber jetzt ist es wieder blind. Für euch und für mich. Ich bin mal gespannt, was da unten auf uns wartet. Ich hoffe jetzt mal das dritte und letzte Artefakt, dass wir zu dem Endgegner hin können, der jetzt eigentlich in dem Raum, wo wir gerade waren, sein. Also da ist auf jeden Fall das Portal, da müssen wir wahrscheinlich dann hin. Also man merkt auf jeden Fall, also ich finde jetzt gerade bei dieser Etappe ist der Umschwung von der Schwierigkeit her schon sehr krass. Also da fand ich die... Nein, da bin ich vollkommen falsch, da wollte ich gar nicht hin. Ja, durch alle Stromdinger mal durch und das komische Vieh ist auch wieder da, jawohl. Okay, ich denke mal, es war hier. Ich hoffe es. Ich hoffe es für dich und dich und dich und für mich. Für jeden auf der ganzen Welt hoffe ich es, dass es hier war, weil diese Kugelbahnen sind echt stressig. So, hier war es nämlich auch. Dankeschön fürs Gespräch. Wir können jetzt... Warum habe ich mich entmorphbalisiert? Wir müssen hier rein. UA Expansion Found. The Universal Ammo Capacity is increased by 30 units. Super, das heißt also, ich kann jetzt... mit meinem Powerhammer 30 Units mehr abschießen. 30 Stück. Was ist hier los? Ich höre Gebrüll. Ah! Oh Gott! Gott, du Scheißvieh! Du kriegst die volle Breitseite. Was jetzt? Ein Schlüssel. Das ist doch gut. Jetzt sind die weg. Gut. War das jetzt oben? Oder hinter dieser Tür. Jetzt kann ich nach oben. Sehr schön. Okay. Hui. Genau. Jetzt bin ich hier. Und hier ist auch schon das Artefakt. Sehr toll. Gut. Sehr, sehr gut. Limbic Artefakt. Portal activated. Long range. Terramotic Rison. Rin. Bei mir ist es wirklich so klein, Leute. Das ist. Okay, so klein nicht, aber. Ne, hier. Egal, ich kann es nicht richtig lesen. Thermomagnetic Resonance Scanners indicate remote and inaccessible tremors. Use the portal to access the inaccessible. Das kennen wir auch schon. Ich werde es auch das letzte Mal, dass ich das jetzt vorlese. Was ist jetzt? Oh nein! Was jetzt? Okay, Leute, wir müssen da runter. Und diesen Typ da platt machen. Ah, wo bist du? Wo bist du? Wahrscheinlich wieder direkt da. Ja, klar. Wow, der. Ey, haut der rein und kann aber stillhalten. Was ist jetzt los? Hallo? Was habe ich gemacht? Ich bin praktisch geflüchtet vor dem und bin ohne danach zu gucken hier reingegangen. Ist ja toll. Guck mal meine Energie an, Leute. Guck die mal an. Ich glaube, ich gehe lieber nochmal zurück und stelle mich diesen Typ. Kein Scheiß. Das ist blöd. Ich möchte da noch gar nicht hin. Ich möchte erst diesen Typ da platt machen. Ja komm, der hält nichts aus. Der hat nichts auf dem Kasten. Der hat doch gar nichts auf dem Kasten hier. Und da sind wir voll. Und da ist noch... Der coole Turm ist wieder da. Das freut uns doch auch alle wunderbar. Und wir kriegen er aufs Maul. Und der kriegt aber auch aufs Maul. Wo ist er denn? Wo bist du? 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 Da! Das sah gerade aus wie ein Umriss von mir. Von Darus Aran persönlich. Das wollte ich jetzt nicht. Das wollte ich jetzt nicht. Kann ich auch wieder hoch, ohne dass ich jetzt irgendwie aufs Maul fliege? Moment. Müsste eigentlich gehen. Ja, genau. Hier durch. Schön, jetzt habe ich genau 10 Energie mehr als vorher. Ist das nicht toll? Also wir werden sowas von aufs Maul kriegen wahrscheinlich jetzt. Also da brauche ich echt jede... Warum kriege ich eigentlich keinen Energietank mehr? Ich will einen Energietank. Ich will nicht immer mit 2 da rumlatschen. So 2, 3 mehr wären echt cool. Gut. Jetzt gehen wir mal hier rein. Und hier müsste irgendwo ein Durchgang sein, wo ich nämlich nach oben gehe. Jawohl, sehr schön. Jetzt sind wir hier oben. Ist hier oben irgendwas Cooles eigentlich? Sieht eigentlich nicht so aus, ne? Okay, dann wieder runter.
Noch nicht so weit runter, Mensch, Samus. So, da rein, da war das Artefakt drin. Dann da runter, aber bitte nicht ganz runter. Nämlich nur so weit. So. Und hier wollen wir gar nicht hin, glaube ich. Weiß ich nicht mehr. Wo ist das Portal? Da ist das Portal. Plötzlich ist es da. Wunderbar, wunderschön. Klasse, da war's. So. Was mache ich? Okay. Ich war gerade auf meinem Desktop drauf. Ist ja ganz toll. Gut, Leute. Nicht Saint-Gegner mit einem Drittel Energie weniger. So, das wird jetzt wahrscheinlich auch, oder? So, Sequenz. Was wird es diesmal sein, Leute? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das für ein Ding? Ich muss gleich umschalten, Leute. Zu dem. Nee, nicht schon wieder. Nee, ihr könnt mich mal. Nee, was ist jetzt hier los? Was ist denn nun kaputt? Ihr wollt mir wirklich sagen, dass ihr nochmal so einen Turm da reingebaut habt? Ich glaub's nicht, ne? Ich glaube, ich mach den normalen Beam. Ihr wollt mich doch echt verkackeiern. Und guck mal, wie viel der zieht. Das ist ja nicht normal. Und wir können die schöne Sissel so nicht abwehren. Nein, aber wir können dem eigentlich ganz leicht ausweichen. Das sieht mich gerade nur ein bisschen blöd an. Ja, okay, leicht ist mal was anderes. Ach, ey, ist das kacke, ey. Guck mal, also ich meine, ich kann ja jetzt auch gleich verlieren. Das ist wie Mega Man. Erste Begegnung mit einem Endgegner kann man immer gleich vergessen. So. Ich hab total vergessen. Ich hab total vergessen, echt. Total. Echt klasse. So, also die Zeit reicht noch für ein bisschen was, Leute. Also ich werde mal versuchen, diesen Endgegner... Ja, toll, weißt du, ist starte ich auch noch mit der gleichen Energie oder was? Also, oh Leute, echt, der wollte mich noch verkackeiern. Ist das scheiße. So, skippen und gleich geht's los, komm. Und diesmal sah man es ein bisschen mehr ausreichend, sehr gut. Die sind auch noch zielsuchend, das ist ja wunderbar, ey, also ich freue mich da so sehr. Ich schieße es einfach gerade überall hin. Ach Gott, die sind abwechselnd rot und blau. Oh, ist ja wunderbar. Oh, das macht ja einen riesen Spaß. Oh, das macht ja einen riesen Spaß. Mensch, Leute, da freue ich mich ja. Oh, ist das super toll. Nee. Oh, ist das klasse. Oh Gott, hab ich Bock. Oh, ist das toll. Super klasse. Oh, das riecht ja förmlich nach Riesenspaß. Ja, wunderbar. Super. Ist das nicht super klasse? Ich kann mir gar nichts Besseres vorstellen an meinem weihnachtlich versüßten Tag, diesen Endgegner zu machen. Oh, da ist er ja. Hallo. Also ich glaube, mit wirklich nur Powerbeam wird das nichts. Ich brauche eine Energie. Da soll man ein bisschen freundlich sein, wenn Energie da lassen. Echt, das soll er echt mal machen. Aber ich glaube, diesen einzelnen Dinger, wenn ich mich ständig in Bewegung halte, treffen die mich nicht. Wenn sie mich treffen, bin ich mit einem Schlag tot. Das ist auch tot. Warum kriege ich denn dauernd Missiles hier zugeschustert, Mann? Es ist voll. Ich brauche Energie hier. Da. Wunderbar. Also wenn ich das jetzt ja auch noch schaffe, dann feiere ich mich aber selbst, Leute. Also dann hole ich mir vor Kamera einen runter. Nein, mach ich nicht. Aber, also, ich schaffe das eh nicht. Doch, Olli, glaub an dich. Ich darf einfach nicht stehen bleiben. Einfach nicht stehen bleiben. Oh, voll reingelatscht. Nee, das wird nichts. Noch ein Kristall übrig. Ey, die oberen Etagen sind immer am geilsten. Wo ist das denn, Mann? Ey, Leute, echt diese... Jawohl, da muss die Steuerung ist so klasse. Mensch, die Steuerung ist also super. Die sollte den Steuerungsaward gewinnen. Echt hier, die... Zahlt so viel Steuern, die Steuerung, die Steuer ist die steuerhafteste Steuerung der Welt. Was
gebe ich für eine Maussteuerung da, aber ey, nein, ich habe natürlich kein Touchscreen oder sowas und ich kann das einfach auf dem Emulator machen. Ich weiß auch langsam, warum das jemand Let's Played hat, echt. Oh, also die Steuerung, ey. Dankeschön. Oh, cool, endlich mal wieder. Hallo, du da, was du auch immer sein magst. Da gibst du wieder so derbe auf die Fresse, dass irgendwie kein Mensch das gegen dich machen kann. Wie bitte, so wenig habe ich dir gezogen? Oh, das kannst du vergessen, Leute. Ich werde mich jetzt zurückziehen auf andere Planeten und gucken, dass ich, ob ich irgendwas vergessen habe. Das kann nicht wahr sein, also das schafft keiner. Selbst mit den 50 Energie mehr, also das ist echt ja so ein Scheißkampf gerade, also nö. Ich hab gar nichts und ja, schön, dass meine Maus sonst so rumfliegt und dass ich gleich tot bin. Vielleicht ein bisschen Flächenschaden machen. Ich glaube, so wird's leichter. Ja, den schieße ich mal kurz an die Decke. Es ist auch echt toll, dass die mir immer Energie da lassen. Findet ihr nicht auch? Ist das nicht toll? Echt nett. Schönes Weihnachtsgeschenk für Olli. Ist echt super. Echt super. So viel Energie. Was einmal. Dankeschön für die Energie. Dankeschön. Oh, dankeschön, dass ihr jetzt die ganze Zeit rot bist. Weil ich kann ja nicht stehen bleiben. Oh, ey, also ich kotze gleich dieser Gegner. Zwei Energie hoffe ich hier rum. So, jetzt kommt der. So, dankeschön. Leute, das geht nicht. Ich bin der festen Überzeugung, dass das nicht geht. Und deswegen werden wir uns nächstes Mal auf einem anderen Planeten wiedersehen. Ich gucke erst nochmal nach und dann trete ich nochmal gegen den an. Also der ist ja mal echt scheiße. Bis zum nächsten Mal. Over and out. Euer Olli. Bye, bye.